Diese wissenschaftliche Neugierde ist eigentlich in der Schule geweckt worden und deswegen habe ich Biologie studiert. Mein Forschungsgebiet ist molekulare Phytopathologie mit einem ganz starken Akzent auf genetischen Untersuchungen. Wir wollen verstehen, wie bakterielle Krankheitserreger Pflanzen krank machen können, welche Mechanismen sie dazu nutzen und wie die Pflanze damit umgeht. Wie reagiert die Pflanze auf eine Infektion? Es sind immer mehr Faktoren, die wir finden. Und da ist die Frage, können wir dieses Puzzle irgendwann mal so zusammenstellen, dass wir die meisten Faktoren kennen?